Eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere aber hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule ja viel lieber, weil sie war nämlich ihre echte Tochter. Und die andere, die musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Haus sein. Das arme Mädchen musste täglich bei einem Brunnen sitzen und dort so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig geworden war. Da bückte sich das Mädchen und wollte die Spule im Brunnen abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Das Mädchen weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Die schalt es aber so heftig und die war so böse und die sprach: Hast du die Spule herunterfallen lassen, so hol sie auch wieder hinauf. Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Sie wurde bewusstlos und als es aufwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es weiter und kam zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot aber rief, wisst ihr denn, was das Brot rief? Nein. Nein? Dann sage ich euch. Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin ja schon längst ausgebacken. Da trat das Mädchen hinzu und holte mit dem Brotschieber alles Brot heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voller Äpfel und der Baum rief ihm zu. Was meint ihr, was rief denn der Baum? Ach, schüttel mich, wie Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte das Mädchen den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie herab. Und er schüttelte so lange, bis kein Apfel mehr oben war. Als es alle auf einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, aus dem eine alte Frau guckte. Weil sie aber so große Zähne hatte, bekam das Mädchen Angst und wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, so soll's dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Denn dann schneit es auf der Welt. Ich bin Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz und trat in ihren Dienst. Es besorgte auch alles zur Zufriedenheit der Frau Holle und schüttelte ihr das Bett immer so gewaltig, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, kein böses Wort. Und jeden Tag gab es gekochtes, gebratenes und Nachtisch. Nun war das Mädchen eine Zeit lang bei Frau Holle. Da wurde es traurig und es wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Obwohl es ihm jedoch viel tausendmal besser ging, so hatte es Verlangen nach zu Hause. Da sagte es zu Frau Holle: Ich habe Heimweh gekriegt. Und wenn es mir hier unten auch noch so gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu meiner Familie. Die Frau Holle sagte: Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ging auf und als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen herab. Alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die in den Brunnen gefallen war. Darauf wurde das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich wieder oben auf der Welt, nicht weit von dem Haus seiner Mutter. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn am Brunnen und rief:
Was wisst ihr denn, rief denn der Hahn? Wisst ihr das? Ja, ich weiß das nicht. Du weißt das nicht? Dann sage ich euch, Kikeriki, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Das Mädchen ging hinein zu seiner Mutter und weil es so mit Gold bedeckt ankam, wurde es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war. Und als die Mutter hörte, wie es zu ihm, zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie die andere, hässliche und faule Tochter, gerne dasselbe Glück zu verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule blutig wurde, stach sie sich in den Finger und stieß die Hand in die Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf denselben Pfad weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder. Ach, zieh mich raus, ich bin ja schon längst ausgebacken. Die Faule aber antwortete, ich habe gerade Lust, mich schmutzig zu machen und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum und der rief, ach, schüttel mich, die Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber, du kommst mir recht, es könnte mir ja einer auf den Kopf fallen. Und dann ging sie weiter. Als sie zu Frau Holles Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie wusste ja von diesen großen Zehen und ging hinein. Sie trat gleich in ihre Dienste. Am ersten Tag, da nahm sie sich auch sehr zusammen, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte. Denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sie es gehörte, und schüttelte es nicht, dass die Federn flogen. Darüber ärgerte sie Frau Holle und sie schickte das Mädchen wieder fort. Die Faule war wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. Das ist die Belohnung für deine Dienste, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen rief, als er sie sah. Was sagte der Hahn? Kikeriki. Du weißt das? Kikeriki? Genau, die schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Das war das Märchen, mein Frau-Holle-Märchen. Schön, dass ihr so schön zugehört habt. Dankeschön.